Hören Sie mal. Hören Sie was? Außer den Tauben und Vögeln, die im Hintergrund zu hören sind, werden Sie wahrscheinlich nicht viel andere Geräusche hören. Und das ist wunderbar, denn jetzt ist himmlische Ruhe eingekehrt am Abend. Tagsüber ist das ganz anders hier, denn wir sind umgeben von Baustellen und da herrscht jede Menge Krach und Lärm. Und das kann ich überhaupt nicht mehr vertragen, Lärm. Ich brauche Ruhe. Wenn viele Menschen durcheinander reden, dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wenn es aber still wird und einer dem anderen zuhört, dann wird es einfach. Ich brauche Ruhe. Ruhe, um hören zu können. Und ich brauche auch Ruhe, um auf Gott hören zu können. Und wenn ich auf Gott höre, dann tut mir das gut. Denn was ich von Gott höre, ist Gutes. Er gibt mir Weisung für mein Leben, Halt. Und ich höre auch viel Tröstliches. An ganz vielen Stellen in der Bibel heißt es immer wieder, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst. Das tut doch gut, sowas zu hören. Wir haben es gut, denn wir können Gott hören. In seinem Wort, in der Bibel, redet er zu uns. Und das ist auch keine Einbahnstraße. Nicht nur wir sollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Gott hört auch auf das, was wir ihm zu sagen haben. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, heißt es in Psalm 27. Offensichtlich weiß der Beter des Psalms, dass Gott ihn hören kann und er vertraut darauf, dass Gott ihn erhört. Gott hört, was wir ihm sagen. Und wir sollen hören, was Gott uns sagt. Auf diese Weise sind wir miteinander verbunden, übers Hören. Also, Ohren auf